Hallo Segler, hallo Motorbootfahrer. Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Node Red. Heute soll es darum gehen, wie man Signal K-Daten in Node Red importiert und dort visualisiert. Mal sehen, wie das geht. Was ist eigentlich Signal K? Signal K ist ein Datenaustauschformat, was auf Open Source Basis läuft. Jeder Raspberry, der OpenPlotter fährt, hat automatisch auch Signal K an Bord. Das Schöne ist, dass alle Sensoren, alle sonstigen Geräte, die in irgendeiner Weise an OpenPlotter Daten senden, diese auch entsprechend in Signal K dargestellt bekommen. Das heißt, wir haben über Signal K einen Zugriff auf alle marine Daten, die da sind. Wie funktioniert es nun? Signal K läuft als Dienst auf dem Raspberry und wie man hier sehen kann, starte ich jetzt mal die Oberfläche für den Signal K Server, um zu sehen, ob auf meinem Raspberry entsprechend Daten auflaufen. Und wir sehen, dass im Bereich Kaplex und in den Sensoren jeweils Datenverkehr stattfindet. Das ist ganz gut. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir diese Daten bequem über Node-RED dargestellt. Das läuft zunächst mal so, indem wir einen TCP-IP-Node nutzen, um über das Netzwerk auf OpenPlotter, auf den OpenPlotter Raspi zuzugreifen. Das geht auch von einem anderen Rechner im Netzwerk, das ist kein Problem, Sie müssen sich nur im gleichen befinden. Ich nutze hier das TCP-IP-In-Node. Den muss ich konfigurieren. Man muss hier zunächst einstellen, dass der Node verbunden wird mit dem entsprechenden Rechner. Zunächst mal der Port, über den Signal K seine Daten ins Netz streamt, ist 8375. Dann gebe ich hier meine Adresse ein in meinem Netzwerk für meinen Raspberry. Das müsst ihr entsprechend bei euch anpassen. Arbeitet ihr auf eurem Raspi selbst, muss in Host Localhost hin. Dann wollen wir eine Zeichenfolge haben und jetzt ist das schon mal erledigt und wir sehen nach dem Deployen, dass der TCP-IP Node verbunden ist. Um zu gucken, ob da jetzt Daten auflaufen, schauen wir uns das an mit einem Debug-Node. Wieder Deploy nicht vergessen und dann sehen wir erstmal nichts. Doch dort kommen Daten an und diese Daten sehen ganz gefährlich nach Marinedaten aus. Das heißt, hier sind irgendwie Positionsdaten und so weiter und so fort. Die kommen. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Diese Datentelegramme sind auf JSON oder JSON-Basis. Das heißt, die haben eine JSON-Struktur. Es gibt eine Oberstruktur Updates und darunter folgenden drei Strukturen Source, Values und Context. In der Struktur Source stehen grundlegende Dinge, woher das Datentelegramm kommt. In diesem Fall ist das der Datensatz RMC, der kommt von einem GPS-Gerät. Uns interessiert vor allen Dingen der Bereich Values, weil dort die entsprechenden Daten zu finden sind, zum Beispiel die Position, Länge, Breite, Kurs über Grund, Speed over Ground. Jetzt könnte man herangehen und so wie das in Video 2 gezeigt wird, diesen Datensatz per String-Operation auswerten. Das ist ein ziemlich mühsames Vergnügen, es geht aber auch einfacher. Und wie das geht, möchte ich jetzt gleich im nächsten Schritt erklären. Dazu brauchen wir einen speziellen Node, nämlich einen sogenannten JSON-Parser, den finden wir im Bereich Parser. Dieser braune Node dort ist das und diesen Node legen wir direkt hinter den TCP-IP-Node. Jetzt gucken wir mal, was passiert, indem wir den Debug-Node wieder starten. Erstmal sehen wir gar nichts, denn es ist vergessen worden, den Debug-Node anzuschalten. Das wird jetzt mal schnell wiederholt. Nochmal deployed und siehe da. Und jetzt ändert sich hier plötzlich was. Im Debug-Fenster tauchen plötzlich Objekte auf. Das heißt, das, was eben noch als String auftauchte,
Das taucht jetzt als Objekt auf und diese Objekte schauen wir uns mal genauer an. Wir haben hier wieder auf der entsprechenden oberen Ebene das sozusagen übergeordnete Objekt Update und dieses Objekt Update kennt zwei weitere Unterobjekte 0 und 1. Wir müssen sozusagen dann das Array 0 wählen, weil wir denn das Unterobjekt Values erreichen wollen. Dort gibt es sechs weitere Unterobjekte 0 bis 5 und hier interessiert uns das zweite Objekt, also das Objekt mit der Array Nummer 1. Dort findet sich dann auf der Ebene der Eigenschaften der eigentliche Wert hier für Kurs über Grund. Der dortige Wert Value beträgt zurzeit 0. So sozusagen baut sich dieses JavaScript-Objekt auf und hier mal als Beispiel, wie das über der sozusagen nachher in die Syntax gehört, wenn wir eine Funktion aufbauen wollen. Wir haben hier zunächst mal das Updates-Objekt, brauchen hier jetzt sozusagen das erste Objekt, also Updates Array 0, dort dann bei Values das Objekt 1 und immer getrennt durch einen Punkt und am Ende kommt dann der Wert, das ist in diesem Fall Value. Und so wie es in diesem blauen Kasten steht, müsste die Syntax sein, um es später diesen Wert einer Message Payload zuzuordnen. Wir üben das mal, machen das mal für die Navigation bzw. die Position besser gesagt. Das läuft ein kleines bisschen anders. Wir haben hier wieder das gleiche übergeordnete Objekt 0, dann wieder das nächste Objekt Values, dort aber dann die Nummer 0, denn wir wollen an das erste Objekt heran. Dieses spezielle Objekt kennt jetzt aber ein weiteres Unterobjekt, das heißt in diesem Fall auch etwas verwirrend Value und dahinter schließen sich die Eigenschaften Latitude und Longitude an. Wie jetzt die Syntax im Einzelnen ist, zeigt der blaue Kasten. So, nun haben wir das erreicht und jetzt geht es darum, herauszubekommen, wie wir diese Daten weiter aufbereiten. Dazu nutze ich erstmal ein Funktionsnode, damit wir die eben gewonnenen Erkenntnisse umsetzen können, dass nämlich dass sozusagen das Ergebnis des JSON-Parsers umgesetzt wird in eine Message-Payload, die ich später verarbeiten kann. Und das geht so. Erstmal weise ich der aktuellen Message Payload einen Wert zu, also dem Ausgang. Und das ist sozusagen die eingehende Message Payload, die auf das JSON-Objekt, in diesem Fall 0 und Values 2, zeigt. So, damit habe ich diesem Funktionsnode den Wert für, ich glaube, Kurs über Grund, nichts, ja. Speed over Ground, also Geschwindigkeit über Grund, zugeordnet. Jetzt muss ich die ganzen Sachen noch entsprechend verbinden und dann sollte eigentlich nach dem Deployen rauskommen, dass ich hier Werte sehe. Und das passiert. Die Fehlermeldungen, die zwischendurch kommen, kommen immer vom JSON-Parser, wenn er irgendwelche Dinge nicht richtig parsen kann. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Stellt sich nachher im Dashboard überhaupt nicht dar. Wichtig ist, dass die Werte hier ankommen. Jetzt ist im Prinzip alles geklärt, was wir brauchen. Wir haben also auf relativ einfache Weise einen Zugriff auf die entsprechenden Objekte gefunden. Man kann sich die Sache noch ein bisschen einfacher machen, übersichtlicher, indem man vor den JSON-Node einen Switch-Node setzt, um sozusagen die Eingangstexte zu filtern, ähnlich wie das in Video 2 gezeigt worden ist. Das muss man wissen, ob einem das gefällt oder nicht. Je nachdem, ich finde das ganz gut, denn dann kann man sozusagen schon im Vorfeld das Parsen ein wenig entlasten und diesen entsprechenden Parsern nur das zuleiten, was sie brauchen. So sieht der Flow bei mir insgesamt aus. Man sieht hier, der Switch teilt auf in zwei Bereiche für Sensoren und einen für GPS-Daten. In den entsprechenden Funktionen wird dann die
Zuordnung gemacht der Werte ausgehend von den entsprechenden Objekten, sodass die entsprechenden Dashboard-Elemente die Sachen darstellen können. Und so sieht es am Ende dann aus. Man sieht, man kann da eine ganze Menge mitmachen. Vor allen Dingen hat man hier über eine einzige Struktur Zugriff auf alle Werte, muss nicht verschiedene Eingangs sozusagen Schnittstellen bedienen. Das ist ganz angenehm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ihr folgen konntet und vielleicht sehen wir uns im Januar in Düsseldorf auf der Boot. Das würde mich freuen. Bis dann, euer Michael. Macht's gut.